Ja, hallo. Heute ist James Bond Premiere in Weinheim im Modernen Theater. Da sind wir auch mal wieder. Schauen wir, was der Abend bringt. Der neue Bond wird ja hoch gehypt. Die Premiere in England, die war ja gigantisch. Und ja, schauen wir, was draus wird. Im Kino, schönen guten Abend. Guten Abend, James Bond. Hallo. Also ein wunderbares Bild, ich sehe nichts, weil die Lampen da, die brennen, die blenden. Aber es ist eine fantastische Sache, an einem Donnerstag den Saal wieder so gefüllt zu haben. Ich danke euch ganz, ganz herzlich, weil die großen Kinos spielen in allen Sälen und ihr kommt zu mir. Das ist hervorragend. Jetzt zittert es nicht mehr, oder ich halt. Ja, wir haben ja normal, wer unser Kino kennt, und seit 1986 ist jeder Bond mit einer relativ großen Premiere gestartet. Wir haben aber ein bisschen andere Zeiten. Wir füllen den Saal nur zu höchstens zwei Dritteln, damit wir euch nicht zwingen müssen, Masken aufzusetzen im Saal. Also Bond mit Maske, der schießt auf euch. Deshalb haben wir gedacht, wir nehmen ein bisschen weniger Plätze. Deshalb haben wir heute auch schon ausverkauft gesagt, obwohl es nicht ausverkauft ist. Also wenn jemand ängstlich ist, da vorne ist gar kein Thema. Man ist so nah an ihm dran, man sieht ihn auch nicht mehr so oft. Also von daher, bitte um Verständnis, dass wir nicht mehr gemacht haben. Das nächste ist, wir bauen die Damentoilette um und die bauen wir schon seit 3 Monaten um. Also in der Zeit habe ich früher Kinos gebaut. Die Problematik ist wiederum auch Corona unter anderem. Wenn Sie jedes Gewerk brauchen und die auch zusammenkommen müssen, dann dauert es, dann hat einer das nicht und der andere hat das nicht. Deshalb ist draußen auch ein Toilettenwagen, der ist einer Premiere würdig. Und ich bitte um Verzeihung, dass es anders nicht geht, aber ihr dürft mir glauben, sobald wir wieder durchziehen dürfen bei der Premiere, dann lasse ich mir auch wieder was einfallen. Alles klar. So, aber ganz ohne will ich euch dann doch nicht gehen lassen. Also, ein bisschen Premierenstimmung wollen wir bringen. Und zwar, viele von euch haben mitgekriegt, dass wir eine Open-Air-Tour gemacht haben diesen Sommer. Und es war ein ganz heißer Junitag, da singt vorne vom Grimminger einer, da war 33 Grad, ich hocke an meiner Kasse. Da bin ich rausgegangen, habe ich gesagt, hast auch nichts Besseres zu tun, oder? Dann hat er gesagt, doch, ich wäre schon sehr gerne ins Schwimmbad gegangen. Aber dann habe ich mir gedacht, Schwimmbad kann ich immer noch machen. Mein Zirkus leidet so.
unter Corona. Dann habe ich gesagt, was, bist du im Zirkus? Ja. Dann habe ich gesagt, und singt ihr auch im Zirkus? Dann hat er gesagt, ja, singen auch manchmal, aber er ist Normalartist. Und dann, fand ich diesen jungen Mann dermaßen toll, sowas zu machen, nicht ins Schwimmbad zu gehen, sich zu freuen, dass sie in seine Spendenbox, hat er mir gesagt, mindestens schon 30 Euro aus Mitleid geworfen haben. Also war eine tolle Sache. Und das Allerschönste dabei ist, er kann ja auch singen. Das ist also hervorragend. Deshalb habe ich gedacht, der Zirkus geht auch im Winter zu. Und ich finde eine tolle Sache, dass der Giovanni heute hierher kommt. Er hat die zwei Bond-Lieder einstudiert, ein altes und das neueste. Das trägt er euch jetzt hier vor auf der Bühne, hat natürlich ein bisschen Lampenfieber, im Freien war das nicht so schlimm. Aber hier ist es natürlich schon ein bisschen schwieriger. Aber es wäre wunderbar, wir stellen nachher so eine Spendenbox, wenn er rausgeht, wenn er ein bisschen was reinwirft, dass er zumindest die Fußgängerzonengage, ich weiß auch was rein, hat. Also ich denke, das ist eine schöne Einstimmung, es passt in unsere Zeit, dass wir Aufbruch machen. Und ihr seid die Stützen, dass wir im hohen Alter noch Aufbruch machen wollen. Herzlichen Dank nochmal fürs Kommen. Gestern, weil ich so ein junger Mann bin, bin ich abends nur nach Leonberg gefahren und habe mir die 007 Bond, die erste Szene angeschaut. Das war dann auch schon fast 12:30, wo ich wieder zurückfuhr. Da gab es auch ein Geschenk zur Mütze, der Bond-Mütze. Die brauche ich nicht. Vielleicht mag es einer. Oh, da hat einer Glück gehabt. Super. Also das jetzt zum Abschluss. Und Giovanni, auf die Bühne. Da war die Klatschen schon ganz völlig gelassen. Ja.
and of a pie. You know how I feel. Oh, we love it's a mine. And I, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life. Ha. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life. Ich wünsche euch allen noch einen schönen Abend, genießt den Kinofilm und dass ihr
Vielleicht im Zirkus. Oder nochmal im Kino. Hast du toll gemacht. Alle Achtung. Wunderbar. Ich glaube auch, Daniel Craig hätte das zu seinem Abschied gut gefunden. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß. Wir legen los. Und nochmal danke fürs Kommen. Ich schlafe, wenn ihr geht. Tschüss.